Warte, ich muss noch ein bisschen lachen. Dann die Outtakes. Ach, bitte nicht. Hi und willkommen zurück zu einem weiteren Loot Raider Unboxing. Das letzte war nicht so geil. Wir waren nicht so begeistert, oder? Nö. Ging so. Ja. Schauen wir mal, was uns der April bringen wird. Wir sind gespannt. Lia darf anfangen. Ja. Die Bär ist eine Packfee. Die Packfee? Oha. Ey! Nicht spinksen. Ich hab das T-Shirt gesehen. Ich hab noch ein bisschen Schrift gesehen, sei es gut. Wow. So, wer wird das Erste? Ich. Spinksen, was spinksen? Gib uns einfach eins unter dem Tisch durch. Warte, ich gebe erst Pro was. Es ist eine Zahnbürste. Oh Gott, was ist das? Das ist aus Gummi und es ist... Das ist die Dagi-Uhr. Nein. Soll ich zeigen, machst du? Mach du. Ich habe auch nicht geguckt. Oh, guck mal. Sag mal, Dr. Who. Naja. Bartens. Ich mag Dr. Who. Bartens. Das ist, zeig mal, welche. Also, erzähl mal, was der Dr. Who. Dr. Who, der hat so ein Raumschiff. Das ist eine blaue Telefonzelle und nennt sich TARDIS. Und damit reist er um die Welt und durch die Zeit. Und ist ziemlich abgedreht. Englisch, sehr englisch. Und wir hängen immer noch in der ersten Staffel. Von den neuen, die alten sind ja aus den 60ern, 70ern. Warum sagt der Hansel Doktor? Warum ist er Arzt? Und ich habe Blinktime. Eine Blinktime-Watch, warte mal, das will ich jetzt mal sehen, was das ist. Die ist schon, die hat kein Display, was ist da los? Das kommt wahrscheinlich noch, die blinkt wahrscheinlich. Die blinkt. Oh, die ist total aus. Ich hasse diese Gummibohle. Oder die gibt dir Stromschläge. Warte mal. Was kann sie? Press Watch to Display Time. Du musst da drauf drücken. Ach so. Oh, ist sogar für dicke Handgelenke gut gemacht. Boah, hat keine dicken Handgelenke. Stimmt. Ich hab auch dicke Handgelenke. Ja, du hast dicke Handgelenke. Ja. Dicke Handgelenke. Hast du nicht, das weißt du. Ich weiß das. Geht's? Press ich hab schon lange the bottom section of the watch. And the time will be displayed. Was ist jetzt auf Wiki-Art vorlesen? Ja. Nee, das müsste ich machen. Send press. How to use. Sag mal. Display. Also Wikis kann ich umgreifen. Meins kann ich auch umgreifen. Wir haben eigentlich gleich dicke Handgelenke, so ziemlich. Display. Oder? Guck mal. Displaying the time, press the middle button of the section of the watch. Time will be displayed. Aber bei Wiki? Ja, aber ich komme bei Vicky gerade so und bei mir komme ich auch gerade so. Also ja, wir haben gleich dicke Handgelenke, obwohl es man... Die Batterien sind dabei. Also ja, es ist für dicke Handgelenke. Jetzt drück erstmal. Jetzt drück halt. Woo, guck mal hier. Ich muss mal näher ran. Ich nicht. Und ich hab's nicht gesehen. 226. Wow, es ist wieder weg. Das ist voll die Zirko. Die Blink-Time-Watch, ey, das finde ich. Das ist vielleicht das Thema ein anderes Universum. Der Dr. Who, der reist da um mit seinem Schau mal dran. Also, ich finde es ja ganz nett. Kann man mal machen. Ne? Das ist auf jeden Fall besser als Call of Duty-Kram. Ich muss aufpassen, dass man meine Füße nicht sieht, weil die Leute mögen keine Füße. Schatz, mach mal kurz die Brüste. Nein. Nein. Der Font ist in das Shirt und. Nein, Vicky. Ich habe schon gesagt, das ist mein Job. Okay. So, wir machen weiter. Ich habe nicht so die Brusthaare, aber ich habe ein Tattoo auf der Brust. Was? Die Uhr ist am teuersten, glaube ich. Da kommen noch zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade entblößt habe, wenn ich mich so gebückt habe. Aber haarige Quarktaschen von Vicky. Aber es ist okay. Ich mache was drüber. Wer will das T-Shirt denn zeigen? Haben wir nur noch das T-Shirt? Wir haben noch was anderes. Ja. Was ist besser? Naja, weiß ich noch nicht. Guck mal, die Katze ist neugierig. Was soll ich hier noch haben? Das gebe ich Brot. Guck mal, ich habe hier noch T-Shirts. Die T-Shirts. Dark Souls T-Shirt. Ja. Und die Dark Souls. Kriegt ihr nur, wenn ihr ein Bild gemalt habt. Aber jetzt ist es spät. Ich habe gestern um 10 noch Bilder gekriegt. Ich habe gesagt, bis um 5 ist fertig. Ja. Boah! Ich muss das. Die ist geil. Die legen wir nicht bei unser Bett, Schatz. Ja. Guck mal, die Chucky-Puppe. Die sieht zwar nicht so geil verarbeitet aus, aber ich finde sie irgendwie cool. Und die Haare sind nicht so rot, wie sie sein müssten. Kennst du? Kennst du Chucky? Ja, Chucky die Mörderpuppe. Ja, logisch. Wir müssen ja nicht was fragen, ob du was kennst, einen bestimmten Film, aber das ist jetzt nicht Warning. So, dann die Uhr. Was haben wir noch, Schatz? Gibt's Vicky? Oha, das könnte was richtig Gutes sein. Oha. Das ist ein T-Shirt, da sind wir mal gespannt. Didam! War schon wieder in der Grand Theft Tartaris. Es ist Dr. Who das Thema. Es ist Dr. Who. Aber warum eine Chucky-Puppe?
Ah, das ist cool eigentlich. Guck mal. Mal halt so hoch. Dass man vielleicht noch einen genaueren Blick so. So, ja. Ne? Grand Theft Tardis. Ja, okay. Ja. Ja, ja. Oh, darf ich wieder? So. 5% Rabatt auf die Loot. Oh, komm. Das ist was für Kinguin. Oh. Ein Game Key. Warte mal, für was ist denn das? Soll man den selber einlösen? Kann man auf kinguin.de einlösen? Kinguin.net. Nein, dafür machen wir keine Werbung, weil ich bin bei MMOEA. Dankeschön. Darf man machen? Irgendwie ist die Lootbox ein bisschen klein. Ja gut, das ist die Uhr wahrscheinlich, die so teuer ist. Ich lese mal vor. Gucken, was die Lootbox ist. Kill, Time to Kill heißt das Thema. Und es ist die Chucky Plush, die kostet 16 Euro. Was zur Hölle? Die? 16 Euro. Und Zombie-Sticker, was? Ne, Zombie-Shooter 2 Game Keys. Ach, das ist... Ach, das ist der Kinguin Game Key, der Zombie-Shooter 2. Ach so, gut, okay, dann... Kostet 8,90 Euro. Der Hype um die beliebten Untoten ist nicht tot zu kriegen. Die Untoten schon durch euch, wenn ihr ihnen bei Zombie-Shooter 2 richtig Feuer gebt. Und dann haben wir die Uhr, die kostet 11,90 Euro. Ja. Und die Buttons kosten 4,90 Euro, die Dr. Who-Buttons. Und das GTA-Shirt 20 Euro. Krass, das kostet 20 Euro. Krass. Krass. Willst du das anziehen? Ansonsten hat Lia ein neues Schlafshirt. Wisst ihr eigentlich, wie viele Schlafshirts ich mittlerweile habe? Jeden Abend ein anderes Shirt zum Kaufen an, ja. Jeden Abend und das schon seit Monaten. Oh, guck mal, die Katze. Chucky rennt auf der Katze. Und wenn sie nicht schnell genug ist, dann habt ihr erst ein Messer in den Hinterkopf. Ja, so ein bisschen wie sie einfach einen kleinen Klatscher auf die Glatze, ne? Die kennen wir ja. Ja, yeah, kennen wir. Ist lustig. Ja. Okay, das war die Box. Ich fand's echt diese. Also, es gab nicht. Die hockt sich gerade mit ihrem Arsch auf die. Auf den Bedruck. Na, wenn wir das T-Shirt haben. Na, wenn wir das T-Shirt haben. Ich sag mal so, es gab viele andere Boxen, wo wir echt mehr drüber reden konnten. Irgendwie. Ja. Weil Dr. Das war jetzt nicht so viel. Achso, hallo Looter, willkommen beim Loot für den Monat April. Unser Thema lautet dieses Mal Time to Kill. Dieses neckische Wortspielchen vereint den Kern dieses Loots und damit zwei Themen, die hier aufeinander prallen: Time und Kill. Ich find's gar nicht mal so. Die machen sich halt schon Gedanken, ne? Es ist ja bloß ein Kill-Thema. Guck mal. Jein, also die Uhr. Die Uhr killt doch nur. Time und Kill. Warte mal. Bei Dr. Who sterben auch genug. Wir haben ja noch was. Guck mal, das erinnert mich so ein bisschen jetzt hier ran. Guck mal. Ja, ein bisschen, ne? Wir haben noch den Link aus Wind Waker. Der ist cool. Und wir haben noch was, was ich jetzt zeigen wollte. Was wollte ich jetzt noch zeigen? Die Katze mit den Chucky. Nein! Ihr könnt euch aus. Ja, da war die Kamera voll. Okay, auf jeden Fall, ihr seht hier das volle Paket. Das mache ich für einen Kacknub-Kanal. Ich mache da noch ein Video, wie er eine Catbox baut aus alten T-Shirts. Das ist sehr geil. Guck mal, der Katze gefällt. Ja, und drück mal auf die Uhr bitte. Piep. Time to kill. Ja, das ist der Code. Wenn der abläuft, dann explodiert Chucky. Guck mal. Katze kämpft gegen Chucky, die Mörderpuppe. Warte. Sehe ich auch richtig drauf, warte. Die Katze mag Chucky. Oha, die Krallen draußen. Ja, Chucky ist tot. Und mit diesen Bildern möchten wir uns von euch verabschieden. Das war's mit der Loot Raider Box aus April oder von April. Ja, wir danken fürs Zusehen. Ja, danke. Tschüss. 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 Tschüss.